Guten Tag, willkommen auf MX5 Roadtips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Heute mal nicht aus dem MX5 heraus, sondern hinterm Schreibtisch. Der Grund ist der, dass ich über keinen Bergpass, sondern über eine Actionkamera berichten will. Der erste Teil hat sich mit dem 360-Grad-Modul und dem 4K-Modul dieser modularen Kamera Insta360 One R befasst. Dabei hat sich gezeigt, dass das 4K-Modul gar nicht so schlecht ist und fast die Qualität von GoPros erreicht. Die 360-Grad-Kamera oder das 360-Grad-Modul ist faszinierend. Auch dazu gibt es ein eigenes Video. Heute soll es um das Modul mit dem 1-Zoll-Sensor gehen. Es ist das mit Abstand teuerste Modul. Und es ist insofern eine Neuerung, weil noch nie ein 1-Zoll-Sensor in einer Actioncam verbaut wurde. Das hat auch gute Gründe, denn der 1-Zoll-Sensor braucht natürlich sehr viel Platz. Und das sieht man der Kamera an. Sie ist viel schwerer und größer als eine GoPro. Und das modulare Konzept stößt hier auch an Grenzen. Eigentlich bin ich der Meinung, dass es ein Marketing-Gag ist und nicht wirklich praktisch. Aber immerhin, es hat Erfolg gebracht. Die Fachpresse hat es gelobt. Ob es praktisch ist, ist eine ganz andere Frage. Wenn man das Modul wechseln möchte, dann sieht man, dass erstmal die Kamera oder ein Teil der Kamera, die Frontlinse, größer ist als der Käfig selbst. Also man muss die Frontlinse, ziemlich schweres Teil ist das übrigens, entfernen, damit man die Kamera aus dem Käfig nehmen kann, zumindest theoretisch. Entriegeln lässt sich der Käfig leicht, das ist okay, aber dann wird es schwierig, die Kamera herauszunehmen, ist nicht ohne. Und wie das unterwegs gehen soll, ohne dass sie zu Boden fällt und vielleicht beschädigt wird dabei, ist wohl das Geheimnis der Insta-Ingenieure. Um die Module zu wechseln, muss auf jeden Fall der Akku entfernt werden. So, jetzt haben wir das 1-Zoll-Modul zugänglich. Das ist das Steuerteil. Und wir können das 1-Zoll-Modul auf Seite legen. Hier wäre das 4K-Modul. Allein die Größe und das Gewicht macht schon deutlich, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Zusammengesetzt werden können die Teile beliebig, das heißt, der Bildschirm der Steuereinheit kann sowohl nach vorne wie nach hinten montiert werden. Dann werden sie zusammengesteckt und durch den Akku verbunden. Das macht alles ein bisschen einen provisorischen Charakter und man kann sich nicht vorstellen, dass das über längere Zeit gut gehen kann. Aber nein, wir werden sehen, ob sich das als problematisch herausstellt. Was ein erheblicher Nachteil auch dieser Bauweise ist, ist, dass die Klappe, um die es hier geht, die ist für das Laden des Akkus zuständig. Der wird über das Steuerteil geladen und natürlich braucht es eine Speicherkarte. Wenn die Kamera montiert ist im Käfig, dann ist es äußerst schwierig, an diese Klappe heranzukommen. Und insofern hat man das gleiche Problem wie bei der GoPro Hero 7, dass man eigentlich die Kamera aus dem Käfig herausnehmen muss, um
sie aufzuladen oder die Speicherkarte zu wechseln. Gut, soweit also zu der modularen Bauweise mit der Insta360 einen geradezu unglaublichen Marketingerfolg erzielt hat. Alle Welt redet über die neue modulare Kamera. Aber heute soll es um das wichtigste Modul aus meiner Sicht gehen, das teuerste Modul, das Modul mit dem 1 Zoll Sensor. Warum ein 1 Zoll Sensor, der für eine Action-Cam eigentlich viel zu groß ist? Er soll hervorragende Aufnahmen bieten bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Und genau das soll dieser Test jetzt zeigen. Ich bin gestern sowohl tagsüber als auch abends mit der Kamera unterwegs gewesen am Bodensee, um den Bodensee herumgefahren. Das ist jetzt wieder möglich mit dem MX5 und möchte Ihnen die Aufnahmen von diesem Test zeigen. Die Nachmittagsaufnahmen sind bei leichter Bewölkung entstanden, also bei idealen Lichtverhältnissen. Ich habe die Werkseinstellungen der Kameras nicht verändert und auch die fertigen Videos sind in der Farbe nicht verändert worden, sodass die Originalfarbprofile der Hersteller zum Einsatz kamen. Die 300% Vergrößerung des Verkehrsschildes zeigt dann übrigens, dass bei günstigen Lichtverhältnissen es keinen wesentlichen Auflösungsunterschied zwischen den Kameras gibt, der größere Sensor also nichts bringt. Die Abendaufnahmen sind auf einer Fahrt von Ludwigshafen nach Meersburg entstanden, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang. Insofern herrschte schon wunderbar weiches Licht, ideale Voraussetzungen für schöne Abendaufnahmen. Um die Dinge unverfälscht darzustellen, habe ich die Originaleinstellungen der Kameras belassen und später die fertigen Videos auch nicht in der Farbe bearbeitet, sodass die Originalfarbprofile zu sehen sind. Und hier zeigt sich, dass das Farbprofil der Insta One R aus meiner Sicht zumindest etwas neutraler ist als das der GoPro. Zudem sind die Aufnahmen, diese Abendaufnahmen, auch bei der Insta One R etwas plastischer, etwas kontrastreicher. Die Aufnahmen in Meersburg sind ausschließlich mit der Insta One R gedreht worden. Ich möchte den Kommentar deswegen einen Moment unterbrechen und einige Takte Musik einspielen.
Mit der Auffahrt auf die Fähre nehmen wir den Vergleich zwischen GoPro und Insta wieder auf. Und es gibt hier eine Zeitlupenpassage, die nachträglich erstellt wurde. Eine Besonderheit der One R ist es nämlich, wie bei anderen Kameras von Insta360 auch, dass sie zunächst in einem Codec filmen, der der Nachbearbeitung mit einer Software des Herstellers bedarf. Die MP4-Videos werden erst nachträglich erstellt am Rechner oder am Smartphone und eröffnen bei dieser Konvertierung die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu variieren zwischen einer vierfachen Zeitlupe und umgedreht einem Zeitraffer von über 30-facher Geschwindigkeit. Das eröffnet große Gestaltungsmöglichkeiten einerseits, ist aber andererseits natürlich ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, weil alle Aufnahmen erst konvertiert werden müssen, man sie also nicht schon mit einem Laptop oder was auch immer und einer Standardsoftware abspielen kann. Bei der Abfahrt von der Fähre in Konstanz Start war nun inzwischen die Sonne untergegangen, es war schon etwas dunkler geworden. Das waren an sich Lichtverhältnisse, bei denen nun die One R mit einem Zoll-Sensor sich besonders beweisen können sollte. Das war leider nicht der Fall. Vielmehr zeigen die Aufnahmen, dass gerade die One R mit einem Zoll-Sensor enorme Probleme mit schlechten Lichtverhältnissen hat. Die Aufnahmen wirken unruhig und unscharf, sodass ich versucht habe, diesem Problem nochmals auf den Grund zu gehen, indem ich die Passage mit der Studio-Software vierfach gedehnt habe, also eine Zeitlupe daraus hergestellt habe. Und siehe da, die Störungen waren noch viel stärker, obwohl die Bitrate nochmals erhöht wurde auf 200 Mbit pro Sekunde. Das Problem der Insta wird noch deutlicher, wenn man Frame to Frame die Aufnahmen zerlegt, also von Bild zu Bild, dann sieht man, dass einzelne Frames vollkommen unscharf sind. Das ist ein Ergebnis, das einerseits überrascht und zum anderen natürlich vollkommen inakzeptabel ist, denn man kann eine Kamera nicht bewerben damit, dass sie unter ungünstigen Lichtverhältnissen allen bisher auf dem Markt bestehenden Modellen überlegen sein soll und deswegen einen riesigen Sensor verwendet. Andererseits aber dieser Sensor nicht beherrscht wird von der Software und das Ergebnis einfach miserabel ist. Hier müsste Insta auf jeden Fall noch nachbessern, das ist das eine. Das zweite ist, man wird als Kunde schon ein bisschen, nun, auf den Arm genommen, sagen wir mal so, dass ein Produkt verkauft wird zu einem exorbitanten Preis. Erinnert er daran, dass die Kamera doppelt so teuer ist wie eine GoPro, aber dann noch nicht in einem Zustand ist, bei dem sie tatsächlich einsetzbar ist. Das, denke ich, kann so nicht angehen. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Modul einfach schlicht nicht einsatzfähig. Gut, wagen wir ein Fazit zu den hier gesehenen und gezeigten Aufnahmen. Die Fahrt in den Mittagsstunden hat gezeigt, dass dies ein Zoll-Sensormodul praktisch keine Vorzüge gegenüber einer normalen Actioncam wie der GoPro hat. Die Auflösung ist nicht besser und insgesamt ist auch die Bildqualität nicht besser als bei einer GoPro. Also insofern bietet die Kamera bei normalen Lichtverhältnissen keine Vorzüge, ganz im Gegenteil, sie ist deutlich empfindlicher und kann nicht so eingesetzt werden, wie eine Actioncam sonst eingesetzt wird, weil sie beschädigt werden könnte und natürlich auch ungleich teurer ist. Sie ist doppelt so teuer wie eine GoPro. Also von daher ist es schon geboten, Vorsicht mit ihr walten zu lassen.
arbeiten zu lassen. Der interessante Teil des Tests waren natürlich die Abendstunden, also bietet die Kamera bei ungünstig für die Kamera, nicht für den Fotografen, Lichtverhältnissen Vorzüge. Ungünstig sind ja nicht die Lichtverhältnisse bei untergehender Sonne, sondern ganz im Gegenteil, es ist die schönste Tageszeit für das Fotografieren. Aber für Kameras ist das schwierig und insofern sollte der 1-Zoll-Sensor in so einer Situation seine Vorzüge ausspielen können. Auch hier war natürlich der direkte Vergleich mit der GoPro interessant. Wie ich finde, sind die Aufnahmen schon sehr faszinierend. Also mich fasziniert jedenfalls der 1-Zoll-Sensor schon, das ist richtig. Aber ein Problem ist, dass er nicht tatsächlich auslieferungsreif ist. Die Software, die ihn steuern soll, scheint ganz offensichtlich noch grobe Macken zu haben. Wie der Schlussteil des Videos zeigt, ist es Insta bisher nicht gelungen, die Aufnahmen tatsächlich dann auch zu stabilisieren und den Fokus unter Kontrolle zu halten. Das heißt, mindestens einerseits müsste das Modul wohl verbessert werden und zum anderen muss die Insta Software Studio 2020 offenbar auch noch verbessert werden. Jedenfalls ist im Moment das Ergebnis unbefriedigend. Die Aufnahmen sind tatsächlich, können qualitativ nicht mit der GoPro mithalten und das ist ja das entscheidende Argument. Also ich werde die Kamera nicht zurückgeben, ich werde das 1-Zoll-Modul behalten, weil ich es faszinierend finde und dann doch hoffe, dass Insta 360 das nachbessern wird. Potenzial hat die Kamera sicherlich, aber im Moment, so wie sie gegenwärtig verkauft wird, kann ich sie nicht empfehlen und würde sie nicht der GoPro vorziehen.